sind heute auf dem Send in Münster und wir wollen von den Leuten wissen, was denn eigentlich ihre Lieblingsattraktion ist. Nichts Besonderes. War jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist das absolute Highlight gewesen. Das war eigentlich so wie jedes Jahr. Wo gehen Sie denn am liebsten rein, wenn Sie? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Nein, die Zeiten sind vorbei. We're here for an exchange program. So we really don't know, we're experiencing this carnival for the first time, so we have no clue about it. But the food is really nice and it smells really good there. Ja, das sind zum Beispiel die Essbuden. Die sind unheimlich attraktiv für uns. Essen und Trinken. Ja. Also die Fahrgeschäfte sind nicht so, ja, ihr Ding. Wir fahren doch nicht mehr. Nein, die haben wir hinter uns. Alles klar. Nein. Für uns ist das Essen und sich alles angucken und halt eben. Ja. Genau. Was ist das Highlight? In diese Dinger gehe ich nicht rein. Riesenrad. Ah, meine Lieblingsattraktion ist eigentlich hier, das Wonder Wheel. Das Riesenrad. Das Riesenrad, natürlich. Für Frauen ein absoluter Renner. Also, wenn ihr Leute, ein paar Frauen abkriegen möchtet, unbedingt da reingehen. Das macht richtig Spaß. Die Lieblingsattraktion ist für mich alle, weil ich bin hier selber Schausteller auf dem Send. Und wir sind als Kinder alle überall schon drin gefahren. So XXL Schaukel ist schon Hammer, Wildwasserbahn und Riesenrad. Das hat man nicht im Münsterland auf jedem Kirmesplatz. Für mich ist immer der leckere Backfisch die Attraktion, weil man den nirgends anders bekommt wie auf der Kirmes. Also die Fahrgeschäfte interessieren Sie da weniger? Ja, das ist weniger, das ist mehr für die Kinder. Aber der leckere Backfisch, weil den kriegt man nur auf der Kirmes. So lecker.